Heute bin ich zu Gast bei Felix Tönnissen. Der ist Investor und Mentor. Vielleicht stellst du dich kurz vor, was du machst. Super gerne. Also genau, Felix, ich habe immer selber das Gefühl, ich hätte so einen Bauchladen. Also ich schreibe Bücher, ich unterstütze Selbstständige und Unternehmer dabei, mit ihrem Business ein bisschen größer zu werden und zu wachsen. Früher hättest du Unternehmensberater gesagt, ich investiere aber auch in Startups, halte Vorträge. Also ein buntes Portfolio nach 20 Jahren Selbstständigkeit. Ja, und wir wollen uns heute unterhalten. Ich mache ja so ein bisschen das Rechtliche, aber du baust die ganzen Marken halt auf, ne? Also das ist ein wichtiger Punkt bei dir, dass du sagst, hier, ihr seid jetzt eine Brand und ihr werdet erfolgreich im Markt. Erzähl doch mal, was mit Marken eigentlich los ist außerhalb des rechtlichen Bereichs, ja? Also was ich eben nicht so mache. Voll gerne, total gerne. Ja. Also viele Leute unterschätzen halt diese Macht, die eine Marke hat. Wenn du dir einfach mal ganz simple Dinge sozusagen vorstellst und ich sag dir jetzt Küchenrolle, das ist so die erste Marke, an die du denkst? Küchenrolle, Emser. Emser. Da weiß ich jetzt schon, dass alle anderen Leute sagen werden, hä, wie denkt man an Emser, wieso denkt er nicht an Zewa? Machen wir ein anderes Beispiel. Taschentücher. Ja, Tempo. Natürlich. Tempo, hervorragend. Ja, so, sehr gut. Richtig beantwortet. So, ja, Nuss-Nougat-Aufstrich. Nutella natürlich. Ja, perfekt. Also man sieht relativ stark, wir haben bestimmte Marken, die bei uns im Kopf sozusagen verankert sind. Ja, die bei uns nachher in so ein sogenanntes Relevance Set kommen. Also neuronal einfach in so einen bestimmten Bereich, wo ich einfach sage, okay, das sind so Marken, die ich mit bestimmten Dingen verbinde. Ja. Und das ist ja nicht einfach von heute auf morgen passiert, sondern die Marke hat viel dafür getan, hat daran gearbeitet, hat viele Dinge, einen Charakter entwickelt und so weiter, um im Kopf zu bleiben. Und das ist halt extrem wichtig. Und Marke ist nicht gleich Marketing. Und Marketing ist noch weniger gleich Werbung. Und viele Leute denken immer, ich fange einfach an und mache ein bisschen Werbung und irgendwann kümmere ich mich um meine Marke. Eigentlich sollte die Marke so ein bisschen das Fundament sein. Ja, genau. Wie schaffst du denn das Fundament? Also wie gehst du daran? Ein Kunde kommt zu dir, ich habe jetzt Knoblauchpressen, sage ich mal, die will ich jetzt im Markt positionieren. Wie findest du denn so eine Marke für eine Knoblauchpresse? Denn da gibt es ja schon ein paar. Lifehite hat welche und so hat welche und so. Also du kennst dich mit Knoblauchpressen auf jeden Fall schon besser aus als ich. Ich sag mal, das ist wie so ein Dreieck, was bei einer Marke aus drei verschiedenen wichtigen Dingen besteht. Das ist zum einen der Markenname, ne? Also wie ich die Marke sozusagen nenne. Dann ist es das Markenzeichen, das Logo oder halt auch ein spezielles Signet oder sonst was daneben ist. Und das sind die Markenwerte, also so ein Stück weit der Charakter der Marke. Ja, genau. Und diese drei Dinge kommen sozusagen zusammen und müssen natürlich zu dem, was ich anbiete, auch irgendwie passen. Das heißt, ich muss ja erstmal definieren, okay, was will ich jetzt überhaupt verkaufen? Sagen wir mal eine Knoblauchpresse. Ja. Was ist denn das Versprechen, das Nutzenversprechen dieser Knoblauchpresse? Okay, ist es nur, okay, wir pressen das Knoblauch raus oder wir pressen das am schnellsten raus oder am effektivsten raus oder ist es am leichtesten zu reinigen oder was auch immer? Ja. Was ist sozusagen das Versprechen, was hinter dieser Marke quasi steht? Und dann überlege ich mir auf Basis erstmal dieser Nutzenversprechen und der Zielgruppe, die ich ansprechen will. Die Zielgruppe ist wichtig, ne? Genau. Dann überlege ich mir, okay, wie baue ich die Marke auf? Und nicht andersrum. Viele Leute fangen an, ich mag voll gerne Amira als Name, deswegen nehme ich jetzt Amira und ich bin lustig und humorvoll, deswegen sind das unsere Markenwerte. Und das ist der falsche Ansatz. Genau, sondern dass ich mir halt wirklich überlege, was will ich mit der Marke ausdrücken? Genau. Also eine Knoblauchpresse ist von sich aus ja nicht lustig. Ne? Die muss man erstmal... Würde dazu auch nicht passen. Keiner kauft eine, die lustig ist. Ja, ganz genau. Ja, das ist wichtig, genau. Ja. Und und dann wie funktioniert das dann? Also du hast dann praktisch so, du transportierst die Werte, also sagen wir mal, du kannst schneller Knoblauch pressen mit der Knoblauchpresse oder so und dann weißt du, es muss irgendwie, es geht schneller, es ist einfacher zu bedienen, besser abwaschbar oder so, irgendwie diese ganzen Eigenschaften, dann machst du dann eine Shortlist von Namen, die man erstmal so, wie funktioniert das? Genau. Die man erstmal so entwickelt? Genau, also du kannst ja dann überlegen, wenn du sagst, okay, ich habe so meine Nutzenversprechen irgendwie definiert, das, was auch vielleicht mein USP und das, was besonders an meinem Produkt ist und dann kannst du natürlich überlegen, inwieweit diese Erkenntnisse jetzt oder diese Nutzenversprechen auch in den Namen, in das Logo oder in die Werte einfließen. Ja. Also ich könnte ja jetzt auch hingehen und sagen, wir sind die schnellste Knoblauchpresse aller Zeiten. Du kannst mit keiner Knoblauchpresse so schnell pressen wie mit unserer. Ja. Und die Knoblauchpresse heißt jetzt Knovi Quick zum Beispiel. Genau. Nehmen wir mal irgendwie ein Beispiel. Ja. Das
du dieses Nutzenversprechen schon im Namen, im Markennamen verankerst. Ja. Das muss aber nicht sein. Nee, genau. Ne? Du kannst auch sagen, okay, wir setzen auf Tradition und auf Qualität und deswegen ist in so unserem Logo ist quasi verankert, established 1923 oder was auch immer. Ja. Ne? Ich kann mir natürlich auch überlegen, ob ich mit der Marke anderweitige Dinge inkludieren muss. Also nehmen wir mal so ganz klassische Marken, Aldi, die Albrecht-Brüder. Ja. Ja? Also da ist hinten das DI-Discount, steht da zum Beispiel. Ja, ja, ja. Nehmen wir Haribo. Ja. Hans Riegel Bonn, wissen auch viele Leute nicht. Ja. Adidas, Adolf Dassler. Ja. Ja. Also gibt es hunderte Beispiele und da ist halt so eine Frage, was ich mit der Marke ausdrücken will. Ja. Was da aber wichtig ist, was viele Leute falsch machen, ist, die überlegen sich dann irgendwas so wie Amira heißt im Altgriechischen aufmerksam und unsere Stärke als Kanzlei ist es, besonders aufmerksam zu sein. Ja. Als Beispiel. Ja, so, ja. Wie viele Menschen draußen auf der Straße können noch Altgriechisch? Ja. Ja? Aber ich kann mir natürlich auch hier eine komplette Geschichte überlegen, die etwas mit dieser Marke sozusagen zu tun hat. Ja. Und ich muss natürlich auch unterscheiden, rede ich jetzt hier von einer, ich sag mal, eher einer Universalmarke oder rede ich auch vielleicht von einer Personal Brand? Ja. Also, ne, ich heiße jetzt Felix. Ja. Mein Unternehmen heißt Felix, aber mein Unternehmen heißt Felix und jetzt nicht Felix Tönnissen. Ja. So. Und macht es jetzt Sinn, das vielleicht auch mit einer Personal Brand zu machen oder eine Personal Brand aufzubauen? Kann auch Vorteile haben. Andererseits, wenn ich das jetzt hier verkaufen will und sage, ich verkaufe Felix, dann ist auf jeden Fall der Verkauf schwieriger. Ja, klar, gibt es auch Leute wie Jochen Schweizer, die haben auch Jochen Schweizer verkauft, aber irgendwann war das vielleicht auch ein Stück weit von ihm entkoppelt. Ne? Ja, das muss ich halt berücksichtigen. Und nehmen wir mal an, dann kommt natürlich der ganze Mein-Part, wenn man die Namen hat, sagen wir mal, ne, dann kommt Mein-Part, um zu gucken, welche funktionieren, welche nicht und dann macht man, dann guckt man, welche man jetzt anmeldet und so und dann meldet man den Namen an und dann ist ja irgendwann Produktlaunch. Und wie launchst du dann, wie begleitest du so einen Launch von so einer Marke und wie sorgst du dafür, dass dann so die Story, die man sich vorher ausgedacht hat, auch auf die Straße kommt? Ja, also es ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil bis zu dem Punkt ist das ja alles Reißbrett. Ja. Du hast irgendwie auf Blättern, auf dem Display oder sonst wo rumgekritzelt und hast dir irgendwas überlegt und jetzt geht's ja darum, diese Geschichte, die ich habe und dieses Nutzenversprechen auch irgendwo erlebbar zu machen. Also zum Beispiel die Marke emotionalisieren, also aufzuladen, zu überlegen, wie kann ich das denn jetzt rüberbringen? Wie kann ich die Werte, die Versprechen jetzt sozusagen auch nachhaltig zeigen? Wie kann ich das vielleicht auch in kleinen Clips sozusagen rüberbringen? Was muss jetzt auf unserer Webseite sein, was sowohl grafisch zum Markenzeichen passt, wo auch unser Markenname inkludiert ist, aber die Webseite auch unser Nutzenversprechen und die Markenwerte sozusagen transportiert? Ja. Also, dass ich auf die Seite komme und sehe sofort, okay, andere Knoblauchpressen, darunter steht dann 4 Sekunden und unsere Knoblauchpresse 1,8 Sekunden, wenn das jetzt der entscheidende Faktor sozusagen wäre. Genau. Und dann musst du halt hingehen und überlegen, wirklich mit einem klassischen Marketingkonzept oder mit einem Kommunikationskonzept in dem Falle, musst du halt wirklich überlegen, okay, innerhalb eines Launches, wenn ich jetzt die Marke oder ich habe jetzt ein neues Unternehmen gegründet und gehe jetzt mit, nennen wir es mal Amira, der Knoblauchpresse an den Start, was haben wir an Budget, um rauszugehen, was sind für uns relevante Kanäle, auf denen wir werben wollen, die Kanäle auch auswählen, die Kanäle nachher bespielen und im letzten Schritt, und das vergessen halt viele, dann auch wirklich ein Tracking durchzuführen und auch zu gucken, was hat denn jetzt geklappt? Was hat nicht geklappt? Ja. Na, welche Sachen brauchen wir nicht nochmal machen? Ja. Welche Sachen sollten wir unbedingt nochmal machen? Ja. Wo sollten wir vielleicht ein bisschen mehr Budget drauf geben? Ja. Also das, finde ich, ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und das sieht man ja in allen Bereichen. Also siehst du ja auch in politischen Bereichen, wenn du jetzt auf einmal eine neue Partei hast. Ja. Auch das ist ja eine Marke, die irgendwie entsteht, die für etwas steht. Genau. Wofür steht die? Was soll die ausdrücken? Was sind auch die Farben, die ich dann sozusagen wähle? Passen die dazu? Passen die nicht dazu? Na? Ja. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wenn Unternehmen jetzt vor der Aufgabe stehen, irgendwie einen neuen Markennamen für ihr Produkt zu finden, was sind so die Top 3 Tipps, die du denen mitgeben würdest? Was müssen die auf jeden Fall beachten, damit sie nachher mit der Marke auch Erfolg haben? Ja, also erstmal super, was du gerade sagst, weil es manche Leute denken immer, Markennamenentwicklung, das wäre so ein Gründerthema, aber auch Unternehmen entwickeln ja neue Produkte, neue Gattungsmarken oder neue irgendwelche anderen Sachen. Also erster Punkt wärst du. Also das heißt, ich brauche jemanden, der sich mit dem Thema Markenrecht und Markenschutz auskennt, wo ich einfach weiß, den kann ich jederzeit ansprechen, der checkt für mich, bevor ich mir nachher glorreich irgendwas überlegt habe, was ich nachher alles nicht verwenden kann. Das ist das Erste. Dann muss ich ganz viele Dinge natürlich berücksichtigen, was den Markennamen
Namen angeht, also Aussprechbarkeit. Gibt es relevante Domains, die noch frei sind? Ja. Bedeutet Amira nicht auf Altgriechisch zur Toilette gehen? Ja. Oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja? Also das heißt, dass ich da, ne, wissen die Leute, wie ich das schreibe, kann es keine Verwechslungsgefahr geben, unabhängig vom Markenschutz, sondern rein auch von der Markenwirkung. Das wäre sozusagen das Erste oder das Zweite, was ich extrem wichtig finde, wenn ich so eine neue Marke sozusagen konzipiere. Und dann, das, was du mir vorher als Frage gestellt hast, wie sieht sozusagen meine Markteinführungsstrategie, ganz fürchterliches Wort, aber wie sieht diese Strategie quasi aus? Ja. Gehe ich einfach nur hin und sage, oh, ich habe mir jetzt irgendwie eine Marke überlegt und das ist jetzt die Marke und so heißt das jetzt einfach. Ja. Ne? Ganz häufiger Fall ist ja auch, wenn es so Ablösungen von Marken gibt. Also du bist ja wie ich schon zumindest mal 2 Tage älter und kannst dich vielleicht noch an Ryder erinnern. Ja, den Schokoriegel Ryder, der irgendwann Twix hieß. Ja, ja, genau. So, wie mache ich das? Also heißt der von einem auf den anderen Tag auf einmal Twix oder steht da erst Ryder und dann steht Twix kleiner drunter, dann steht Twix groß da und Ryder kleiner drunter und irgendwann steht da nur noch Twix. Ja. Ja, also da auch zu überlegen, die Zielgruppe mitzunehmen. Ja. Kann die Zielgruppe auch mit dem Namen was anfangen? Wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, die zum Beispiel notorisch etwas älter ist und ich habe jetzt eine Anwaltssozietät, dann ist vielleicht schöner, wenn die Anwaltssozietät Meyer, Müller, Schmitz Anwaltssozietät seit 1900 oder am besten seit 1875. Ja, genau. Ja, das ist natürlich als anders als Anwaltshilfe 24 bei keine Ahnung was. Ja. Ne? Also da muss ich die Zielgruppe mitnehmen. Ja, genau. Ja, cool. Also wenn Sie also Probleme haben mit Markennamen, damit einen Markennamen in den Markt einzuführen oder vor der Aufgabe stehen, einen Markennamen zu finden oder eine Marke aufzubauen für ein neues Produkt, dann wenden Sie sich doch an den Felix Tönnissen. Super, wo gerne. Erreichen dich die Leute denn am besten? Super einfach bei uns, unsere Website einfach felix.team. Ja. Oder einfach eine E-Mail schreiben an hallo@felix.team. Ja, klasse. Vielen Dank, Felix. Super gerne. Cool.